Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlogmas-Video. Heute mal mit einem DM-Haul. Ja, das wird jetzt mein wahrscheinlich letzter DM-Haul für das Jahr 2018. So, so krass, das Jahr ging so schnell vorbei. Aber es kann durchaus sein, dass ich nochmal gegen Jahresende nochmal einen DM-Haul für euch habe. Ja, ich habe mich heute einfach mal vor euren Weihnachtsbaum gesetzt. Sorry, ich bin heute ein bisschen durcheinander. Mich würde mal total interessieren, ob ihr euren Baum schon aufgestellt habt und ob er schon geschmückt ist. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ab wann bei euch der Weihnachtsbaum aufgestellt wird oder ob ihr überhaupt einen habt. Ja, entschuldigt bitte außerdem mein Aussehen. Ich bin heute wahrscheinlich ein bisschen blasser als in den letzten Videos. Mir geht es heute irgendwie nicht so gut. Heute habe ich ziemlich oft Kreislaufprobleme. Und mir ist auch ständig übel, also ja, typisch schwanger würde ich sagen. Aber lasst euch davon nicht stören. Ich habe hier neben mir eine ganze Tasche von DM und ja, habe wieder viel zu viel eingekauft und zeige euch jetzt mal, was ich so mitgenommen habe. Und das erste Produkt ist schon offen. Warum? Was ist da los? Und zwar habe ich mir Backpapierzuschnitte mitgenommen. Die kaufe ich immer, immer, immer bei DM ein, denn die finde ich so, so gut. Die sind schon fertig zugeschnitten, das heißt, ihr müsst nicht mehr ewig abmessen und schneiden und habt dann viel zu viel oder viel zu wenig Backpapier. Ist perfekt. Ich habe auch so eine Dauerbackmatte. Das ist auf beiden Seiten jetzt offen oder was geht denn hier ab? Ich habe so eine Dauerbackmatte. Aber jetzt in der Plätzchenzeit für Plätzchen glasieren und so lege ich dann immer Backpapier drunter und bestreiche dann die Plätzchen mit Schokolade und so. Und ich habe nur eine Dauerbackfolie. Also ja, deswegen brauche ich jetzt ein bisschen mehr von diesen Teilen. Dann, wo geht's weiter? Habe ich mir eine Duftkerze mitgenommen. Die gibt es jetzt neu von Profissimo. Und zwar ist es der Duft schwarze Johannisbeere. Brenndauer 32 Stunden. Ich habe so eine wie sagt man dazu noch, so eine Laterne und die mache ich aktuell jeden Abend an und da gebe ich gerne so ein Duftkerzenglas rein. Ich habe ja eigentlich diese großen Duftkerzengläser von Juwelkerze oder von Yankee Candle, aber die passen nicht in die Laterne, deswegen ja, finde ich das eine super günstige und tolle Alternative und die Düfte sind auch echt intensiv für wenig Geld. Dann habe ich mir mitgenommen, um ehrlich zu sein, weil neu drauf stand, von Balea das Trockenshampoo Schaum. Lovely Flower, also der Schaum. Frische und Volumen ganz ohne Rückstände. Luftig leichter Schaum für alle Haartypen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie ein Schaum ein Trockenshampoo ersetzen soll, weil ich glaube, das wird einfach nur total klebrig. Aber ich werde das testen und falls ihr eine DM-Haul-Review zu irgendwelchen Produkten haben möchtet, schreibt mir gerne, dass ihr sie haben möchtet und wenn ja, zu welchen Produkten. Dann habe ich mir ein neues Shampoo mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob das neu ist oder... Ja, ich habe das auf jeden Fall noch nie verwendet und zwar von Garnier Wadeschätze Kokosmilch und Macadamia für gestärktes und fühlbar geschmeidiges Haar. Habe ich einmal das Shampoo mitgenommen, einfach weil ich den Duft so toll fand und dann dazu passend auch noch die Spülung. Dann habe ich mitgenommen Edelstahl Pads. Also irgendwas funktioniert zurzeit nicht mit meinem Akku. Ich habe schon versucht, die Einstellung zu ändern. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr. Ja, das sind 10 Edelstahl-Pads. Die sind so mit einer Seife getränkt. Also die sind trocken, aber sobald ihr mit Wasser in Berührung kommt, schäumt das Ganze auf. Und ich finde das sehr gut, um den Ofen zu reinigen oder um Pfannen zu reinigen. Wenn man mal abgelenkt war und doch das eine oder andere eingebrannt ist, dann sind die sehr, sehr gut. Dann habe ich mitgenommen ein kleines Handgel von Balea. Ich fand das Design so süß und vor allem jetzt in der Schwangerschaft, ich war da vorher eigentlich auch schon so, aber jetzt nochmal ein Ticken extremer, muss überall Desinfektionsmittel sein. Ich habe nicht vor, so eine Hypermama zu werden, die das Kind jeden Tag in Desinfektionsmittel badet, so ungefähr. Aber man ist einfach ein bisschen anfälliger in der Schwangerschaft. Und gerade jetzt in der Jahreszeit, wo so viele erkältet sind. Und ja, da verwende ich einfach gerne, wenn ich zum Beispiel einkaufen war und jetzt keine Möglichkeit habe, mir die Hände zu waschen, weil ich noch unterwegs bin, einfach so ein Desinfektionsgel, um mir die Hände zu reinigen. Denn... Gott sei Dank, bisher bin ich von einer Erkältung im Winter jetzt verschont geblieben. Und ich hoffe, das bleibt auch so, weil das wäre richtig
blöd, weil man ja in der Schwangerschaft nicht wirklich Medikamente nehmen kann und ich möchte auch keine Medikamente nehmen. Deswegen, ja, achte ich da einfach momentan ein bisschen, noch ein bisschen mehr drauf als davor schon. Dann habe ich mir diese Denkmit-Reinigungstücher mitgenommen. Diesmal in der Limited Edition Kumquat und Pomelo. Ja, da habe ich immer ganz verschiedene. Also es gibt, glaube ich, 3 Sorten Apfel, dann so eine blaue Variante und Zitrone und auch immer irgendwie eine LE. Und ich habe eigentlich immer eine Packung im Haus. Dann, und das habe ich euch schon in einem der letzten Hauls gezeigt, habe ich mir da noch dieses Sommerduschpeeling gekauft von Balea. Und habe euch da schon gesagt, dass es bestimmt im Winter eine neue LE gibt, weil das eigentlich jedes Jahr so ist. Und da ist die neue Winter LE. Und zwar das Duschpeeling Calm Down mit Vanille und Orangenblüte. Ich liebe die Duschpeelings von Balea. Die sind so, so gut für wenig Geld. Und ja, ich kann die euch sehr empfehlen. Leute, ich habe so Rückenschmerzen. Oh Mann, heute ist voller Jammertag, ey. Ich habe so krasse Rückenschmerzen schon seit heute Nacht. Und jetzt, wenn ich so blöd da sitze, noch viel mehr. Dann habe ich einen Glaskeramikschwamm gekauft, denn ich, Genie, habe es geschafft, Milch zum Überkochen zu bringen. Wegen Instagram. Ich habe nämlich meinen Adventskalender abgefilmt und ja, nebenbei Milch aufgekocht und da war es schon passiert und jetzt ist das richtig schön in das Ceranfeld eingebrannt. Deswegen habe ich mir so einen Ceranfeld- oder Glaskeramikschwamm mitgenommen. Hat 2 Seiten, einmal so eine feste Seite und einmal eine glatte. Ich hoffe, das funktioniert. Falls ihr Tipps habt, irgendwelche Geheimtipps, dann sagt mir das. Dann habe ich wieder mitgenommen von Finish das Spülmaschinensalz. Einfach weil unseres leer war und unsere Spülmaschine die ganze Zeit leuchtet. Dann, und da habe ich schon die Packung weggeschmissen, habe ich mir 2 Paar von diesen Gummihandschuhen gekauft. Und zwar ist die andere Variante mit Pink und Grün, glaube ich. Und die habe ich gerade schon in Verwendung. Ja, weil ich nämlich momentan so Glitzernagellack auf den Fingern habe. Und wenn ich da diese Einweghandschuhe verwende oder gar keine Handschuhe verwende, wenn ich jetzt das sauber mache oder irgendwie rohes Fleisch schneide, da verwende ich immer Handschuhe, ja, dann geht das, bohrt sich dieser Glitzer so durch diese dünnen Handschuhe. Deswegen habe ich jetzt mal ein bisschen dickere mitgenommen. Dann meinen heißgeliebten Frosch Bio Spiritus Reiniger. Ich liebe den. Den verwende ich vor allem, um die Küche sauber zu machen, aber auch um das Badezimmer, also um die Armaturen, nein, nicht die Armaturen, die den Schrank einfach. Da haben wir Hochglanz und da verwende ich den sehr gerne und reinigt sehr gut, riecht sehr gut und ja. Dann habe ich mitgenommen von Balea dieses Nachfüllpack Seife. Wir haben von der Hochzeit so Seifenspender mit Fotos von uns drauf und die füllen wir immer wieder auf. Deswegen habe ich da mal Nachschub gekauft. Dann, oh Gott, ich hatte so Hunger da drauf. Und zwar diese Shiitake Champignon Pastete. Oh, die schmeckt so ultra lecker auf einem frischen Brot mit ein bisschen Tomate oder so. Also irgendwie, mein Fokus fokussiert ungefähr alles, aber nicht das, was es fokussieren soll. Dann habe ich mir mitgenommen einen Maschinenentkalker, entkalkt, reinigt und beseitigt Gerüche. Kann man für die Waschmaschine oder für die Spülmaschine nehmen. Ich weiß gar nicht, muss man da das ganze Päckchen nehmen? Ja. Ja, muss man das ganze Päckchen nehmen. Ich wollte nämlich Waschmaschine und Spülmaschine reinigen. Mal einfach mal zwischendurch mal so einen Entkalker durchlaufen lassen. Dann habe ich euch ein Video hochgeladen. Das ging Samstag oder Sonntag online zu Christmas Crunch. Das ist so ähnlich wie Bruchschokolade, nur viel besser. Viel, viel besser. Das schmeckt so lecker. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht verschenke ich ja so ein bisschen Christmas Crunch. Also wenn ich den nochmal mache, weil jetzt ist nicht mehr so sehr viel übrig davon. Vielleicht verschenke ich das und dann habe ich mal diese Beutel oder ein paar Plätzchen oder so, wenn ich noch welche backe. Das sind jetzt 8 Stück drin für 95 Cent. Ich habe mir auch den Kassenzettel geben lassen. Also ich hoffe, ich habe daran gedacht, euch hier die Preise einzublenden. Dann habe ich nochmal Bleigießen mitgenommen, weil wir an Silvester 6 Personen sind. Und das letzte Mal habe ich ja nur ein Päckchen mitgenommen mit 4 Figuren. Und jetzt habe ich nochmal eins mit 4 mitgenommen, damit auch jeder Bleigießen kann. Dann habe ich, und das fand ich so cool, ich fand das auch ein bisschen teuer im Vergleich zu den Heliumballons oder Folienballons, die ich bei
Action gekauft habe. Falls ihr den Haul verpasst habt, ich war gleich zweimal bei Action, dann findet ihr die Hauls in der Vlogmas-Playlist, die ich euch am Ende von diesem Video verlinke. Da habe ich für irgendwie 70 Cent oder so verschiedene Heliumballons für Silvester gekauft. Und jetzt habe ich dieses Set für 4,75 gekauft. Und zwar steht da Happy New Year in Gold. Wir haben ja Gold und schwarze Deko. Und da dachte ich mir, passt das ganz gut. Ich werde das allerdings nicht mit Helium auffüllen, sondern einfach so mit Luft. Denn hier, ja, seht ihr vielleicht, das ist an so einer Schnur dran. Und ja, ich glaube, da braucht man kein Helium. Dann habe ich mir zweimal diesen Saft gekauft. Das ist der Schwangeren- und Stillsaft. Der ist eben reich an Eisen und viele Vitamine, ohne Schnickschnack steht da, alles was ein gutes Produkt braucht, nichts was es nicht braucht, ohne Zusatz von Aromastoffen, mit vielen Vitaminen, Eisen, Folsäure, Jod und B12, streng schadstoffkontrolliert. Ja, ich trinke ja zum Frühstück immer ein Glas Saft und da dachte ich mir, gerade weil ich Vegetarier bin, mein Eisenwert ist zwar Gott sei Dank top, aber ja, wer weiß, ob das so bleibt im Verlauf der Schwangerschaft und ich denke, damit kann man nichts verkehrt machen. Ich bin gespannt, wie der schmeckt. Ich habe schon öfter so Säfte mit Eisen getrunken, die ich alle schrecklich fand. Mal sehen. Und dann habe ich mir noch von Profissimo dieses Öl gekauft. Das ist ein Orangenöl und ich gebe da gern so 2-3 Tropfen in den Dampfreiniger und dann ja, riecht die ganze Wohnung so ein bisschen nach Orangenduft und hinterlässt keinen Schlierfilm oder so auf dem Boden, weil ich beim Dampfreiniger ja nur mit Wasser reinige. Und jetzt ist da nur noch der lange Kassenzettel drin. Ja, das war jetzt mein kleiner DM-Haul. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und ja, vielleicht schaltet ihr morgen auch wieder ein zu einem neuen Vlogmas-Video. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ich muss mal sehen, wie es mir dann so geht und ob ich da drehen kann. Aber ich hoffe schon. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis ganz, ganz bald. Ciao!